Hat man dir deine Eier bereits abgenommen? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir mit einem etwas provokanten Titel. Jetzt nach ein paar Tagen, wo ich nicht da war, ein bisschen in der, in der Versenkung verschwunden bin, könnte man sagen. Jetzt bin ich aber wieder da und wir wollen uns diesem Thema widmen, nämlich hat man dir deine Eier bereits abgenommen. Worum geht's hier also? Also worüber reden wir? Wir reden offensichtlich, wenn das noch nicht klar geworden ist, und ich habe ja in dem letzten Video das Ganze schon ein bisschen angeschnitten. Heute wollen wir ein bisschen tiefer reingehen über das Thema Männlichkeit. Und wir wollen uns heute mal angucken, wo ist deine Männlichkeit hin? Beziehungsweise warum kriegen viele Männer oder jüngere Männer in unserer Zeit die gar nicht mehr entwickelt? Und warum ist das überhaupt wichtig? Warum sprechen wir überhaupt über das Thema Männlichkeit? Das Thema Männlichkeit ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wenn es um den Bereich Erfolg mit Frauen geht. Das heißt, je mehr du der kleine Junge bist, desto weniger attraktiv wirst du auf die meisten Frauen wirken. Und je mehr du ein erwachsener und, naja, ich sag mal, ausgebildeter Mann bist, desto besser wirst du bei den Frauen ankommen. Natürlich geht es nicht darum, und das will ich einmal dazu sagen, es geht nicht darum, jetzt der krasse Mann zu werden, um bei den Frauen gut anzukommen. Das eigentliche Ziel, die eigentliche Idee ist, dass du die beste Version deiner selbst natürlich für dich wirst, dass du dich zu einem Mann entwickelst für dich, für dein eigenes Leben und um die Möglichkeit zu haben, ja, ich sag mal so, der Welt und den Menschen da drin optimal mit deinen Fähigkeiten zu dienen. Das ist jetzt auch zitiert aus dem schönen Buch, wenn du das noch nicht gelesen hast, Der Weg des wahren Mannes. Da geht es viel darum, um das Dienen, denn ein Mann, ein wirklicher Mann, steht eben für mehr als sich selbst. Aber das sind jetzt Sachen, die will ich nicht in diesem Video besprechen. Darauf kommen wir dann nochmal in der Zukunft. Heute geht es darum, hat man dir deine Eier bereits abgenommen? Und ich will heute einfach mal über das Thema Männlichkeit und die Repräsentation von Männlichkeit in der Gesellschaft sprechen und dich vielleicht auf ein paar Stolpersteine hinweisen, die aktuell sehr problematisch sind. Im letzten Video, du erinnerst dich vielleicht noch, haben wir über die Themen Sucht, sofortige Belohnung gesprochen und wie das unseren männlichen Kern zerstört, wie das uns von unserem männlichen Kern abbringt. Und ich habe dir empfohlen, um deine Männlichkeit wieder zu stärken, dich A, Herausforderungen zu stellen oder B, in, Ruhe zu gehen oder dich zurückzuziehen aus der Welt, wirklich von allen möglichen Sachen zurückzuziehen. Da könnte so eine Meditations-Rückzugscamp könnte eine Lösung dafür sein, wo du, wie ich damals, 10 Tage meditierst am Stück, wirklich nichts anderes hast, keine Bücher, kein Handy, kein Input, du redest mit niemandem, du bist wirklich mit dir und nur dir selbst. Und das sind zwei der besten Möglichkeiten, um dich und deinen männlichen Kern wieder zu stärken. Aber was passiert in der Gesellschaft? Ich meine, wenn du hier unterwegs bist, wenn du hier lebst, dann ist dir das Ganze natürlich nicht fremd. Der Feminismus kommt immer mehr und es ist immer mehr diese Frage, was ist eigentlich Männlichkeit? Toxische Männlichkeit, viele Dinge, viele klassische männliche Dinge sind toxisch, wie zum Beispiel Führung und Dominanz. Und natürlich ist es so, dass es eine Art toxische Dominanz gibt. Und das habe ich vorhin auch im Podcast erwähnt, als ich den Podcast zu diesem Thema gemacht habe. Ein tolles Beispiel dafür ist meiner Meinung nach die türkische Kultur, so wie ich das mitbekomme. Also ich bin nicht bei denen zu Hause, ich kenne das nicht perfekt, also überhaupt nicht. Aber das, was ich mitbekomme, scheint folgendermaßen zu sein. Türkische Männer sind auf jeden Fall viel, viel besser als wir deutschen Männer darin, noch so ein bisschen Dominanz und Führung mitzubringen. Das ist in deren Gesellschaft eben viel mehr drin, denn da ist der Mann der Führer, der Mann sorgt für die Familie und der Mann ist da verantwortlich für die Familie. Und das merkt man. Man merkt den Unterschied bei türkischen Männern gegen deutschen Männern. Die haben schon ein bisschen mehr Drive, die haben schon ein bisschen mehr auch diese Aggression im positiven sowie im negativen Sinne, beides auf jeden Fall. Und können in dieser Hinsicht auf jeden Fall für uns ein tolles Vorbild sein. Natürlich driftet das bei denen, und das muss man dazu sagen, glaube ich, auch bei vielen in so eine Art, dann auch ein bisschen in das Toxische ab, wo dann die Elemente kommen, dass man die Frau kontrolliert, dass man die Frau in ihren Rechten oder Freiheiten beschneidet. Da geht es dann wieder in eine fragwürdige Richtung. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Unterschied, den man sich mal angucken kann, im Gegensatz zu uns deutschen Männern. Der David Ader sagt es in seinem Buch auch sehr gut, die hasenfüßigen Männer, die deutschen hasenfüßigen Männer, das trifft es eigentlich sehr gut. Also wenn ich tendenziell mit türkischen Männern unterwegs bin oder mit deutschen Männern, das ist schon ein Unterschied. Und ich sage nicht, die Richtung, in die die türkischen Männer unterwegs sind, ist die perfekte Richtung. Wie gesagt, da geht es auch in fragwürdige Tendenzen dann teilweise, aber genauso bei uns. Also ich glaube, wir können viel voneinander lernen und in der Mitte könnte man einen wirklich optimalen Punkt finden. In der Mitte zwischen schon dem Dominanten und Führenden, das, wie gesagt, wir viel in türkischen Kulturen sehen können, aber auch zwischen unserem dann doch etwas
naja, zurückhalterem, verständnisvollerem und auch ja, mehr an andere Denken und sich in andere reinfühlen Elementen. Und wenn man das zusammenbringt, hat man dann einen sehr, sehr guten Mittelpunkt. Denn das definiert ja eben auch den Mann. Denn der Mann wird natürlich definiert durch eine gewisse Aggression, durch eine gewisse Dominanz, durch eine gewisse Führung. Und das wollen die Frauen auch. Die Frauen wollen auch einen Mann, der sie führt. Aber die Frauen wollen eben nicht einen Mann, der sie führt und der nicht auf sie achtet, der einfach macht, was er will und sie müssen die Klappe halten und mitkommen, sondern die Frauen wollen von einem Mann geführt werden, sich an einen Mann anlehnen, der natürlich auch schaut, was braucht meine Frau? Was braucht sie? Was sind ihre emotionalen Bedürfnisse? Was sind ihre körperlichen Bedürfnisse? Was braucht meine Frau? Ich kümmere mich um sie. Ich beschütze sie. I take care of her. Und da ist natürlich einfach so ein beschützender Faktor mit drin und wirklich, da kommt dann dieser, ich sag jetzt mal den deutschen Faktor, mit rein, dass man guckt, was braucht die andere Person. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann hat man da einen ganz, ganz tollen Mittelwert. Naja, aber gucken wir uns mal unsere Seite an, die deutsche Seite, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und das sehe ich ganz interessant, ich sehe es gerade an den Unis sehr, sehr viel, wo die jungen Männer gerade hinkommen, die vom Abitur kommen. Und das sind sehr interessante Männer, man kann sich toll mit denen unterhalten, aber ich merke, die sind sehr, es sind sehr weiche Männer, ne? Die reden viel über Emotionen, über ihre Gefühle und daran ist nichts falsch. Nur fehlt diesen Männern leider oft der Gegenpol, ne? Also die haben sich sehr mit ihren Emotionen identifiziert, die können sehr mit ihren Emotionen arbeiten, können die ausdrücken und all das ist wertvoll und gut und das sollte ein Mann auf jeden Fall können. Aber ihnen fehlt leider dieser andere Pol, der Pol, auf den man heutzutage nicht mehr so gut zugreifen kann, weil er eben so verteufelt ist. Und deswegen ist es schön, wenn Männer zum Beispiel in persönlicher Arbeit jetzt in irgendwelche, ja keine Ahnung, Gesprächsrunden gehen und da ihre Emotionen ausdrücken und ihre Emotionen besser kennenlernen, all das ist wichtig und schön. Nur das Problem ist, dass viele Männer das machen, obwohl sie gar nicht, ne, das ist ja schon eine feminine Qualität und viele Männer haben aber nie diese maskuline Qualität entwickelt und deswegen, ja, haben wir da halt unsere Frauen in der Gesellschaft und dann halt diese männlichen Frauen in der Gesellschaft. Und ich sage nicht, dass alle Männer so sind, ich sage nur, die Tendenz scheint so zu sein. Gerade bei den jetzt jüngeren Männern, die sind einfach sehr aufmerksam, sehr achtsam und daran ist wie gesagt nichts falsch, aber es fehlt dieser Gegenpol, es fehlt diese gesunde Aggressivität, es fehlt diese gesunde Dominanz und es fehlt diese Fähigkeit zur Führung. Denn wenn jetzt einer von diesen Neuzeitmännern, sage ich jetzt mal, wenn es einfach zu einer Situation kommt, wo Führung gebraucht wird. Führung ist eine ganz wichtige Sache. Führung, deswegen gibt es in jeder Struktur, gibt es hierarchische Strukturen, weil eine Gruppe braucht einen Führer. Ohne einen Führer ist eine Gruppe handlungsunfähig. Und wenn dann so ein Mann in so einer Gruppe ist und es benötigt einen Führer, diese Gruppe benötigt einen Führer und der Mann denkt sich, oh, das kann ich jetzt aber nicht machen, ich kann jetzt hier nicht die Führung übernehmen, das ist ja toxische Maskulinität. Naja, dann schneidet er sich eben von einem ganz, ganz großen Teil seiner Männlichkeit ab. Und da führt uns dann auch der Titel dieses Videos hin, hast du deine Eier bereits abgegeben. Ne? Und das ist halt wirklich, da muss man aufpassen, da muss man aufmerksam sein. Wenn du jetzt jünger bist und zuschaust, dann trifft das auf dich nochmal mehr zu. Bei den älteren Männern, die ich auch so in meinen Coachings habe, merke ich schon, da ist noch sowas von der alten Schule mit drin. Die können sich mit der Maskulinität noch sehr gut identifizieren. Denen fehlt tatsächlich teilweise hier dieser andere Part so ein bisschen. Und für die könnte es dann wirklich hilfreich sein, sich mal mit der emotionalen Seite auseinanderzusetzen, um halt wirklich hier in eine gute Mitte zu kommen. Ne? Auf beides guten Zugriff zu haben. Auf die männliche sowie die feminine Energie. Natürlich wirst du hauptsächlich in der männlichen Energie unterwegs sein, wenn du ein Mann bist, aber in deiner femininen Energie, die jeder Mann hat, zu Hause zu sein, ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Weil wenn du da keinen Zugriff hast, dann wird es sehr schnell tyrannisch, dann wird es sehr schnell herrisch, dann herrschst du über die Leute und du guckst aber nicht, was die Leute brauchen. Und das ist eben kein vollkommener Mann, das ist eben nur ein Teil eines Mannes, der tyrannische Herrscher, ist nicht der Mann, ist nicht der überlegene Mann, der vollkommene Mann, der Zeusmann, von dem wir hier reden. Und deswegen musst du einfach gucken und vorsichtig sein, was in der Gesellschaft so auch für Nachrichten auf dich zukommen und wie du die verarbeitest. Das heißt, schau einfach mal, was für Botschaften setzt du dich aus und wie tief sind die vielleicht schon in dir verankert? Und ich kann dir für diese Sache nur empfehlen, regelmäßig Tagebuch zu schreiben und darüber zu reflektieren, okay, wie ist es denn mit meiner Männlichkeit? Wie stehe ich denn, beziehungsweise wie stehst du denn zu solchen Themen wie Dominanz, gesunde Dominanz, aber auch gerne die normale Dominanz, Aggression oder Führung? Und wenn das Themen sind, die dir wirklich vollkommen fremd sind, wo du dir denkst, nein, das geht ja gar nicht, das kann man auch gar nicht ansprechen, das ist absolut tabu, das sind Tabuthemen, ja, dann liegt auf jeden Fall was im Argen. Dann bist du vielleicht sehr auf dieser emotionalen Seite unterwegs, aber dir fehlt hier der männliche Gegenpol.
Und dann ist es ganz klar, dass du auch Probleme mit Frauen hast, denn die Frau will ja keine Frau als Partner, sondern die Frau will ja einen Mann als Partner. Und wenn Frauen das sagen, dann wollen sie auch einen Mann mit klassisch männlichen Attributen. Ne? Diese Sachen hier müssen in gesunder Weise, das ist immer das Wichtige, in gesunder Weise vorhanden sein. Das heißt, ja, es gibt sowas wie toxische Maskulinität, ne? Wenn man sich hier den Tyrannen anguckt, der einfach herrscht und der über die Köpfe aller anderen hinweg nur auf seine eigenen Bedürfnisse guckt, nur auf seine eigenen Sachen guckt und das alle anderen ausbeutet. Solche Leute gibt es ja in der Welt. Und dass das nicht korrekt ist, dass das nicht funktioniert und dass das nicht gut ist, das ist klar. Und deswegen toxische Maskulinität gar nicht so ein dummer Begriff. Man muss sie nur richtig verstehen. Und leider wirkt es immer so, klingt es immer so an, als wenn alles, alle Eigenschaften, die mit Männlichkeit zu tun haben, na, ich nenne hier wieder Dominanz, Führung, Aggression, dass alles schlecht ist, aber dem ist nicht so. Das sind sehr wertvolle, sehr wichtige Fähigkeiten, wenn sie in einem gesunden Maß, in einem Ausgleich vorhanden sein können. Es ist wichtig, es ist elementar für dich als Mann, dich mit diesen Sachen auch wohlzufühlen. Das ist auch Teil deines männlichen Kerns. Fühl dich damit wohl in einer gesunden Art und Weise. Das ist extrem wichtig. Und deswegen reflektier einfach mal, guck dir mal an, okay, wie ist so meine Einstellung zu diesen Themen und ja, wie verhalte ich mich vielleicht in Situationen, wo diese Themen wichtig werden? Wie verhalte ich mich in Situationen, wo es zu Konflikten kommt? Ziehe ich mich da zurück und mache den verständnisvollen oder vertrete ich auch mal meinen Standpunkt? Kämpfe ich auch mal intellektuell oder vielleicht auch körperlich gegen andere? Auch das körperliche Kampf gegen andere Männer, das ist jetzt nicht eine Sache, die ist unglaublich schlimm. Natürlich sollte man sich nicht gegenseitig umbringen, aber eine gewisse körperliche Auseinandersetzung, ein gewisses körperlich miteinander messen, das gehört einfach auch zur Männlichkeit dazu. So lernen wir Männer uns kennen, so arbeiten wir Männer miteinander. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das heißt, wenn auf dem Schulhof die Jungs ein bisschen miteinander raufen, dann ist das eine gute Sache, eine wichtige Sache. Natürlich muss man dann gucken, dass sie dich nicht gegenseitig umbringen. Das ist offensichtlich klar. Da wird es dann wieder problematisch mit der Aggression. Aber in gesundem Rahmen sich miteinander messen, sich besser kennenlernen. Und ich glaube, jeder, der schon mal in einer echten körperlichen Auseinandersetzung war, jetzt nicht einer sehr feindlichen körperlichen Auseinandersetzung, weiß, dass man irgendwie danach mehr Respekt füreinander hat. Man hat sich irgendwie kennengelernt auf einer ganz tiefen, ursprünglichen Ebene. Und deswegen, ich kann dir nur empfehlen, um mal zu der Sache von eben zurückzukommen, führ mal Tagebuch. Setz dich mal damit auseinander, setz dich mal ein halbes Stündchen hin nach diesem Video und schreib dir mal diese Begriffe auf, Aggression, Führung, Dominanz und überleg mal, was haben die für einen Stellenwert in deinem Leben? Wo bist du vielleicht führend, wo bist du vielleicht dominant, wo lebst du vielleicht auch deine Aggression aus oder arbeitest mit deiner Aggression? Auf ungesunde sowie auf gesunde Art und Weise. Guck einfach mal, wie sieht das bei dir aus und was für Gedanken oder Vorurteile kommen vielleicht auch bei dir hoch, wenn du an diese Sachen denkst. Schreib das gerne mal auf, schreib dir Gedanken auf, die dazu kommen und dann siehst du so ungefähr, was für einen Einfluss die Gesellschaft in der Gesamtheit in diesen Themen vielleicht schon auf dich hat, wie die dich schon beeinflusst hat an dieser Stelle und ja, kommst vielleicht zu dem Schluss, dass du ein bisschen Abstand nehmen musst von gewissen Medien oder was auch immer, um mal wieder zu deiner Männlichkeit zu finden. Das Ganze kann natürlich auch in Zusammenarbeit mit einem Coach passieren, einem Mentor, das kann ich sein, das kann aber auch jemand anders sein. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wir werden in Zukunft mehr über diese Männlichkeitsthemen sprechen, denn die sind sehr elementar, wenn es darum geht, Erfolg mit Frauen zu haben. Aber auch sehr elementar, wenn es darum geht, dich einfach mit dir selbst wohlzufühlen, mit dir selbst als Mann. Ganz, ganz wichtig. Natürlich reden wir hier nicht nur von ständig Sex haben mit verschiedenen Frauen. Das ist toll, aber ab einem gewissen Punkt ist es auch einfach repetitiv. Naja, klar, wenn du noch nie Sex mit einer Frau hattest, dann denkst du dir halt so, das ist das Tollste der Welt. Und das ist ja auch toll. Ne? Aber wenn du es dann wirklich auch regelmäßig hast, dann merkst du irgendwann, das kann jetzt auch nicht alles sein. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Und dann geht die Entwicklung in eine ganz interessante andere Richtung weiter. Ja? Freut mich, dass du erstmal hier warst am Sonntag und wir wieder in einem Video zusammen waren. Übermorgen am Dienstag sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon drauf, dich dann wieder dabei zu haben. Hier neben mir kannst du den Channel abonnieren. Wenn noch nicht geschehen, drück auch auf die Glocke. Hier unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Bald werde ich die Leute anschreiben, die auf der Warteliste sind. Und hier kommst du zu einem weiteren Video mit mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.